Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier im Bunker bei Bahnfinders in dieser, Alien Base oder in dem Alien Ship. Ich weiß es nicht, also was das genau ist. Aber jedenfalls haben wir gesagt, wir müssen hier hoch, weil es vermutlich hier auch weitergeht. Da wahrscheinlich nicht rüber. Aber irgendwas, denke ich mal, wird hier sein. Weil sonst müssten wir nicht nach da oben. Und? Nein? Nix? Warum bin ich denn da hoch? Oder warum kann man da hoch? Seltsam. Jetzt gucke ich mal, ob ich von unten irgendwas sehe. Kann ich da runter? Seltsam aber wahr. Also hier muss ich, ups, runter. Ich sehe aber da oben jetzt nichts. Ich muss vielleicht nach unten, aber das glaube ich jetzt nicht. Ich muss irgendwie darüber wahrscheinlich. Da werde ich einen Schlag bekommen. Das probiere ich jetzt mal aus. Ja, das ist quasi so, als würde ich ins Wasser gehen. Okay. Dann glaube ich, muss ich doch nochmal da hoch. Und auf die andere Seite rüber. Ich vermute es zumindest mal. Ah, guck mal einer. Yes. Damit haben wir es geschafft. Oh. Jetzt bin ich natürlich super neugierig. Da haben wir einen H20 Dingsbums. Genau, H20 Booster. Da ist noch ein bisschen. Oh, ein Mikroschild oder was ist das? Smart Booster. Das ist ein Fernseher halt, ne? Okay. Nehmen wir natürlich mit, ist klar. Da haben wir sonst nichts am rumliegen. Ja. Okay. Ah! Okay! Was ist los? Schnell in den Keller, ich rieche den Duft der Freiheit. Okay, dann fahren wir mal runter. Fahrstuhlmusik? Hier? Nein? Wohin dann? Muss ich noch weiter runter? Ah. Miko! In diesem Bereich haben nur Angestellte von Miko Zutritt. Oh! Ich nehme natürlich mit. Also da wäre eine Treppe gewesen. Okay. Die ich nicht gesehen habe, aber ist in Ordnung. So, schön umschauen, ne? Aha. Ui! Moment, ich bin gleich bei dir. Ich muss nur noch ein bisschen unnötigen Kram einsammeln und verkaufen. Miko? Was ist das? Stuhl Bukuswood. Der erinnert mich irgendwie an Zeitreisemäßig an irgendwas. Daten für zukünftige Projekte werden verarbeitet. Verwende 3 Schalter in der richtigen Reihenfolge. Zieh dir die Kabel an, um die richtige Reihenfolge herauszufinden. Alien-Hirnwellen werden heruntergeladen. So viel Zeit muss sein. Ich lese schon wieder die Kommentare. Lass halt den Scheiß. Nee, Quatsch. Das muss schon aufgesammelt werden. Das geht nicht, dass man da irgendwelche Sachen nicht mitnimmt oder nicht zerstört.
So, da hinten ist auch irgendwas anscheinend. Da geht's mit Sicherheit wieder hoch. Seltsamerweise komme ich da aber nicht hoch. Warum nicht? Ah, mit Anlauf geht's. Alles klar, also man muss auf jeden Fall hier runter. Und man muss diese Schalter aktivieren. Alles klar, zieh dir die Kabel an in der richtigen Reihenfolge. Okay, dann schauen wir mal. Ich muss die Dinger zerstören, dass ich die Kabel auch sehe. Ja, gleich ein bisschen Müll aufräumen, ist klar. Oh, hallo? Was haben wir da? Wand? Okay. So, jetzt ist nur die Frage, in welcher Reihenfolge, ne? Kann ich mit dir quatschen? Nein? Okay, wir haben also 5 Schalter und 3 sollen wir machen. Also da steht nicht mehr, ne? Alien-Handeln werden heruntergeladen. Leuchten tun ja alle Kabel. Also ich denke mal, dass ich erst den hier. Das ist das Kabel, was hier entlang geht. Ja, das leuchtende. Also es ist der Schalter. Dann dieses hier. Es geht hier durch. Oh, da ist es jetzt irgendwie verzwickt. Und dann der hier. Und zum Schluss dann dieses Kabel hier. Ah, und das geht hier drüber. Da darf man sich nicht verwirren lassen. So, dann geht es darüber. Das ist der Bogen. Es geht da lang. Das Leuchtende ist es jetzt. Dann dahin. Hey! Servus, Datenfehler bei der Geistesverschmelzung. Danke, du hast mich gerettet. Bitte öffne deinen Geist. Es war einmal die größte Party im gesamten Universum. Doch ein Dieb hat unseren vorzüglichen Lunavid gestohlen. Jetzt sind wir sehr, sehr traurig. Begib dich zur Mondstation und hole uns etwas Lunavid. Zur Mondstation? Helft uns, Bahnfeind, dass nur ihr könnt die Party retten. Okay, cool. So, wir haben den Bierhelm gefunden. Fusion 6. Alles klar. So ein Bierhelm will ich auch. Au. Jo, wir haben alles. Auftragsgegenstand haben wir gefunden. Aber wir haben noch nicht alle Gegenstände gefunden. Das ist jetzt natürlich interessant, ne? Ey, hier alles zu finden. Ich bin jetzt eh schon froh, dass ich hier nur noch so einen Schnöpsel habe. Irgendwas habe ich auf jeden Fall übersehen. Da noch irgendwas drin? Da kann ich ja nicht rein. Dann würde ich sagen, wir müssen outside gehen. Ich kann das jetzt halt nicht mitnehmen, sondern das ist halt einfach. Nee. Ich habe da drin komische Geräusche gehört. Ja, das warst du wahrscheinlich selber. Oh Mann, und dich soll ich jetzt im Auto dann mitnehmen? Ah, hier ist jetzt plötzlich frei. Mal gucken, ob ich hier noch was finde. Da ist das UFO. Ja, irgendwie müssen wir ja zum Mond kommen, ne? Aber hier kommt man nicht durch. Okay.
Hier ist auch nichts verbuddelt oder sowas. Da ist nochmal Müll. Wie immer, es lohnt sich, in jede Ecke zu schauen. Billy, du stinkst. Wir behalten euch im Auge, Bahnfeindes. Ja, das hast du schon gesagt, ne? Achso, das ist einfach nur ein Strahler. Es wäre jetzt auch zu schön gewesen. Kann es sein, dass ich das UFO mitnehmen muss? Aber ich kann das ja nicht taggen. Vielleicht doch von da hinten nochmal probieren. Ich bin schon sehr nah dran, oder? Ja, aber ich kann das nicht taggen. Mist. Okay, keine Ahnung. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal zurück. Leave the map, yes. 19 von 20. Goldenes Klopapier konnte ich ja auch nicht. Oh, warte mal. Das goldene Klopapier. Wir müssen dann quasi nochmal runter. Ich muss da jetzt nochmal runter. Oder rauf. Oder wie auch immer. Okay. Wir fahren quasi rein in den Berg und dann geht's nach oben. Das da unten, das war der Keller, wo wir jetzt zum Schluss waren. Und das Klopapier war aber ganz oben. Also muss ich nochmal gucken, dass ich hier mit dem Aufzug ganz nach oben fahre. Ah ne, da war das Klopapier. Halt, stopp. Auf die 1. Das ist jetzt anscheinend aus, ne? Yes. Goldenes Klopapier gefunden. Ich glaube, bei einem, beim Sumpf oder sowas, da fehlt mir das sogar noch. Da fehlt mir noch ein Gegenstand. Lass mir lieber an. So, also wenn ihr wisst, wo ich den Gegenstand vergessen habe, dann sagt mir das bitte, weil hier komme ich nirgends rein. Das Ding da oben kann man auch nicht mitnehmen, ne? Das ist wirklich hart. Was ist damit? Es gibt halt echt zu viel, ne? Da, die Dinger. Kann ich ja auch verticken. Das sieht man mal, ne? Auf was man alles nicht achtet. War hier noch was? Das haben wir rausgeholt, ne? Da haben wir auch alles gemacht. Da haben wir alles gemacht. Jetzt fahre ich nochmal nach oben. Weil ich immer noch die Vermutung habe, dass ich hier oben irgendwas vergessen habe vielleicht. Aber hier ist nichts mehr. Okay. Ein Riegelchen wegen 3 Dollar. Die haben wir auch komplett leer geräumt. Das Ding kann ich nicht mitnehmen. Da liegt auch nichts. Und das haben wir auch komplett leer gemacht. Tja. Da oben war jetzt auch nichts mehr, ne? High Voltage. Ne, da oben ist auch nichts mehr. Außer wir müssen vielleicht über die Kabel da noch rüber. Sorry, wenn ich jetzt so viel rumsuche, aber ich würde natürlich gerne, dass wir mal alles haben, was es da so gibt. Tja, und ein Gegenstand fehlt uns eben. Leider.
baue ich jetzt nochmal runter. Den Müll kann ich verkaufen. Da kann man nichts machen. Vielleicht hier noch irgendwo. Sonst irgendwo? Hallo? Oh, hallo. Ich hau halt einfach mal auf alles ein, ne? Was das so ist. Da ist auch nichts drin. Vielleicht hier noch was? Poster. Und da ist nichts weiter. Okay, also jetzt bin ich mal eigentlich schon Müll oder was? Jetzt bin ich mir eigentlich schon sicher, dass ich wirklich alles habe. Da hinten kommt man nicht durch. Das heißt also, was auch immer da unter der Treppe ist, können wir nicht angucken. Das ist aber nur Licht, was da unten ist. Da liegt noch irgendwas. Aber was das ist, keine Ahnung. Was haben wir da? Tür? Nein. Also Leute, wenn ihr was wisst, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Weil ansonsten, ich muss jetzt halt quasi los. So, jetzt haben wir alle verwendet. Aber das hat jetzt auch nichts gebracht. Das hat jetzt auch nichts verändert. Okay, da haben wir eh keinen Aufzug. Das heißt, wir müssen hoch. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir müssen outside. Also ich kann mich da nicht bewegen. Brücke zur Interaktion. Fährt, keine Ahnung, fährt es nach unten rein oder es schaut nicht so aus, als wäre hier irgendwo. Das ist ein Beamer halt. Keine Ahnung. So, jedenfalls jetzt werden wir auf jeden Fall Leave the Map machen. Uns fehlt halt noch die eine Sache, ein Sammelobjekt. Ich habe keine Ahnung, was das sein kann, was für ein Sammelobjekt. Aber wir fahren jetzt zurück, da kann man ja immer noch mal her. Das Gute ist, wenn man ja zurückkommt zu so einer Stätte, dann findet man ja auch wieder neue Sachen. Oder alte Sachen, die man halt dann auch wieder mit verticken kann. So. Einmal alles bitte ins Store. So, jetzt haben wir wirklich viel Zeug. Was ist das? Hi Philipson, $195. Ein wunderschönes 3D-Hologramm. Platzieren Sie es auf Ihrem Schreibtisch oder neben dem Bett und staunen Sie über die unglaubliche optische Illusion. Den hatten wir schon mal. Roter Zyklon, Erste-Hilfe-Set, sofort einsatzbereit. Der verwendete Polypropylen-Kunststoff macht das Set besonders schlagfest und bruchsicher. Cebaro haben wir schon gehabt, Das da Lilica-Pad. Mit diesem Datenpad können Benutzer von Lilicas El Mule Datenloggern ihre Geräte konfigurieren, Daten herunterladen und die Log sofort anzeigen lassen. So, dann haben wir Puzzleteil. Zippo heiratete 1817 seine erste Frau, Ming Curtin, ebenfalls Luftakrobatin, nachdem sie ihren Mann verlassen hatte. Todesstrahlgehäuse, ein Frequenz Laserkern mit geringem Energiekopplungsverlust, das spart Geld und sorgt für eine lange Lebensdauer. Nitro Hercules, das ist nicht da, wird hauptsächlich zur künstlichen Befruchtung, zur Aufbewahrung biologischer Proben und zum Transport von Treibstoff verwendet. Das ist auf jeden Fall für den Safe. Was haben wir hier noch? Den Kaffeeautomaten. Dieses Gerät kann 8 hochwertige Espresso und ausgefallene Kaffeesorten professionell zubereiten. Entschuldigung, die Original-Mikro-Klinge ermöglicht bis zu 500.000 Mahlvorgänge. Hat man schon, das noch nicht. Smart Boozer. With this TV, there's something to keep the whole American family entertained.
Bing through the shows everyone's talking about on Koflix. Da haben wir den Fusion 6. This beer helmet holds 6 beverages and allow you to drink without hands. One size fits most. Not meant to provide any protection or safety. Und dann haben wir noch den Stuhl, Bukuswood. Dieser Frisierstuhl hat eine abnehmbare und verstellbare Kopfstütze, eine was kolbengesteuerte Rückenlehne und ein stabiles Untergestell. Okay. Hammer, was es da nicht alles gibt. So. Jetzt gehen wir mal an den Rechner. Wir können den Bierhelm einpacken und versenden. Das bringt uns auch auf jeden Fall schon mal Kohle. Und wir können dann erstmal ins Bettle hüpfen. Oh, da wollte ich doch noch irgendwas. War das nicht hier mit 4 auch? Da, ah. The Barn Finders. Das ist mit den Flammen. Und das ist dieses, ja, Dingsbums, also Tarn. Billy! Ey, das ist, du portest dich doch, oder? Wahnsinn. Der steht immer genau da, wo ich dann lauf. Erschrecke ich dann jedes Mal. So, wir werden eine neue E-Mail haben wahrscheinlich. Wie ist dein PC? Computer-E-Mail, alles klar. Oh, Moment, ich möchte die Tür nach außen bitte gehen lassen. Danke. So, dann schauen wir doch mal hier drauf. E-Mail. Unread Steve Gray, Mission Mond. Nochmals vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Kannst du mir bitte eine Flasche Galaxy Luna Wit mitbringen? Mit deinen Truck-Aufwertungen sollte es eigentlich ganz einfach sein. Wenn du den Galaxy Luna Wit hast, schicke ihn mir bitte. Ich möchte ihn noch etwas aufpeppen, bevor wir ihn an Bobby Gray ausliefern. Jo. Nehmen wir natürlich an, ne? Schauen wir mal auf den Barnhub. Das ist dann quasi hier der Mond. Reise 0. Ein Himmelskörper, der als einziger natürlicher Satellit der Erde die Erde umkreist. Er ist der fünftgrößte Satellit des Sonnensystems und der größte unter den Planetensatelliten. Im Verhältnis zur Größe des Planeten, den er umkreist. Okay, also da müssen wir dann quasi zum nächsten Mal hin. Und ich denke, dass wir hier ja auch noch bald mal was haben. Schauen, was uns da noch erwarten wird. Alles insgesamt. Halt, ich muss noch mal rein. Hier Katalog von Gegenständen. Da gibt es nämlich wieder ein paar Sachen, die wir freischalten können. Den Bugeswood. Das Komische ist, dass sich das nicht bewegt, wenn ich nicht die Maus auf einen dieser Bilder habe. Das werdet ihr aber selber auch schon alle festgestellt haben. So, das da. Freischalten. Noch was? Da nochmal. Freischalten. Erste Hilfe-Set. Noch was? Freischalten. Da fehlen schon noch einige Sachen, ne? Mal gucken. Schubkarre Iron Arden. Okay. Dann haben wir hier Modern. High Philipsen und Smart Booster. Dann haben wir hier Lilika Pad. Ey, scroll halt bitte. Schneller ist es, glaube ich, so. Autoteile. Dann machen wir es halt mal hier mit dem Ding. Jawohl, den Nitro Hercules. Und dann noch Blind Falcon. Und dann noch Montage. Wie viel können wir da noch freischalten? Auf jeden Fall nicht genug. Dass wir nochmal ein Dingsen bekommen. Sippo und Ming. Iron Reno Griff. Okay. Also uns fehlen noch 6 Stück, dass wir dann das nächste Fahrzeugskin bekommen. Alles klar. Cool. Okay, der Part mag jetzt vielleicht ein bisschen
kurz sein. Aber kannst du jetzt mal hier? Danke. Da haben wir das dann. Das haben wir schon voll. Da können wir noch was draufpacken. Da können wir noch was reinpacken. Ein Reifen. Okay, dann haben wir alles. Können wir zum nächsten Mal. Ja, zum nächsten Mal werden wir dann noch ein paar Sachen verkaufen. Vielleicht, dass wir so auf die 10.000 kommen. Das wäre natürlich super. Vielleicht habe ich auch dann in der Zwischenzeit schon gelesen, was denn mir noch fehlt. Wobei ich das nicht glaube, weil ich ja immer vorab produziere. Keine Ahnung. Okay, auf jeden Fall lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir Kommentare da. Und schaut halt beim nächsten Mal einfach auch noch mit rein. In dem Sinn, macht's gut, schönen Tag, schöne Woche, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.